Hallo meine Lieben, ich grüße euch zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge hatten wir das... Ja, Mikro ist an, jetzt muss ich gerade gucken. Hatten wir das mythische Schwert, also das Flammenschwert kennengelernt bekommen. Und in der jetzigen Mission wollte ich... Das muss ich mal kurz überlegen. Ach ja, wir hatten ja noch eine Mission mit Tomoe, ne? Das muss ich mal kurz gucken. Ach genau, hier wollten wir weitermachen. Da hatten wir aufgehört. Mit Ishikawa die letzte Mission mit Tomoe zu machen und mal zu gucken, ja, ob sie das überlebt, stirbt oder nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Aber ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Gut, dann hoffe ich, dass ich die Störung hier auf die verkacke wieder. Denn ich sagte es ja schon bei Assassin's Creed Valhalla, dass ich mit der Störung hier mal schon wieder komme bei den beiden Spielen. Das ist echt nervig. Sakai! Na denn? Habt ihr von Tomoe gehört? Wir drei werden uns treffen. Dann verrät sie, wo und wann ihre Schützen angreifen wollen. Wird sie uns die Wahrheit sagen? Wir werden sehen. Und Sakai, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Ich bin vorbereitet, Sensei. Gehen wir. Wo wollen wir hin? Nördlich der Umugi-Bucht. Sie will uns in einer alten Spielhölle treffen. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt. Wir sind im Vorteil. Die Mongolen haben sie verraten. Sie ist verzweifelt. Verzweifelte Feinde sind gefährlich. Denn sie sind unberechenbar. Tomoe hat zwei Möglichkeiten. Mit uns arbeiten oder uns verraten. Ihr habt sie kennengelernt. Was denkt ihr? Sie griff mich in Yogaku nicht an. Vielleicht ein Trick, um euch in Sicherheit zu wiegen. Wir rechnen mit Verrat. Wenn sie uns nicht hereinlegt, hören wir sie an. Und wenn der Angriff stattfindet, kooperieren wir. Danach kümmern wir uns um sie. Sie hat ihr Volk verraten. Dafür wird sie büßen. Höher! Sehe ich genauso. Was sagt ihr ihr, wenn ihr sie seht? Ich habe Tomoe nichts zu sagen. Ihr wollt keine Antworten? Seit sie überlief, hattet ihr keinen Kontakt mehr. Als sie mich verriet, nahm sie sich jede Chance auf Gespräche. Wir nähern uns. Augen auf. Wir gehen zu Fuß weiter. Kopf runter. Hier könnten sich Schützen verbergen. Das ist die Spielhölle. Keine Mongolen. Soweit wir das sehen. Halt, stopp. Die Erhöhung dort rechts. Ich gehe da in Position. Und ihr? Sensei Ishikawa! Jin! Wenn ich euch töten wollte, wärt ihr bereits tot. Verdammt. Hier rüber. Ihr solltet hier warten. Auf keinen Fall. Bleibt wachsam. Ah, die Pfeile stehen ohne Grund hier. Sensei? Jin?
Noch immer so selbstsicher. Das musstet ihr mir nie beibringen. Eure Schützen planen einen Angriff. Wo und wann? Umugi-Bucht. Und schon unterwegs. Wieso so offen? Der Khan hat mich betrogen. Ich nehme ihm meine Schützen. Und wenn wir sie nicht aufhalten, löschen sie die Umugi-Bucht aus. Ich glaube euch nicht. Tut nichts. Und seht, was geschieht. Verdammt! Sie sind mir gefolgt! Verflucht, Tomoe! Los, du! Ach, bitte. Ihr habt uns verraten! Sehen die aus wie meine Freunde? Ach, vergiftet. Das hätte ich gar nicht gesehen. Ich hab bestimmt vergiftet. Ach, der? Dojo! Keine Fallen mehr, Tomoe. Das war keine Falle. Sie hat auch gegen die Mongolen gekämpft, Sensei. Um uns zu täuschen und in Sicherheit zu wiegen. Wenn ich euch mit einem Pfeil durchbohren will, könnt ihr mich nicht aufhalten. Genug. Die Umugi-Bucht könnte in Gefahr sein. Wir müssen los. Gut. Doch wenn Tomoe nur falsch atmet, landet sie im Dreck. Ihr zwei. Hier lang. Oh Mann, der Schmerz ist tief bei Ichikawa. Kann man aber verstehen. Retten, löscht eure Untaten nicht aus, Tomoe. Sie zwangen mich, den Weg des Bogens zu lehren. Zwangen sie euch auch, die Euren in Fort Nakayama zu töten? Sie wurden gefoltert. Ich schenkte ihnen den Gnadentod. Und die Mongolen verschonten mich. Ich entschuldige mich nicht fürs Überleben. Mongolen-Patrouille! Ich hab sie. Dorso! Turgut! Dorso! Dorso! Krass, jetzt wird Gift arbeiten, ne? Dorso! Dorso! Das ist für neu, dass sie jetzt Gift haben. Wie kommen wir am besten zur Küste? Sieht man uns auf dem Weg zur Umugi-Bucht, werden die Schützen alarmiert. Stimmt. Wir sollten die Straße meiden. Hier über dieses Feld. Wie fandet ihr mein Lager in Akashima? Eure Leute griffen mich an. Wir verfolgten sie. Sie hatten Befehle, euch beide zu meiden. Ich wollte ein Dutzend weitere Lager. Gut, dass sie eure Befehle ignorierten. Ich verlor die Kontrolle. Als wir Kushi erreichten, hatte ich nichts mehr zu sagen. Da sind noch mehr. Viel mehr. Greift an. Oh, mein Liebling.
Oh, Mann. Ah, ich kann ihn nicht lenken. Nicht schlecht, Sakai. Ihr klingt wie Sensei Ishikawa. Die Bäume am Ende des Feldes. Dort können wir ausruhen, ungesehen. Tomoe, in Kushi verlor ihr die Kontrolle über die Mongolen, doch eine Frau sah euch dort mit ihnen. Ihr habt sie lebendig verbrannt. Das bin ich nicht gewesen. Nicht mit eurem Bogen, doch ihr lehrtet ihre Mörder. Meistens brachte ich sie dazu, Leben zu verschonen, statt zu nehmen. Was er die Wahrheit sagt? Hier rüber, runter! Die Mongolen bieten alles auf. Sie sind hinter mir her. Ich dachte, sie wären weg. Und das erwähnt ihr erst jetzt? Besser jetzt als nie. Wartet hier bis zur Nacht. Wir nutzen die Dunkelheit zu unserem Vorteil. Verschonen Sie die Bucht bis dahin? Nein. Sie bringen Schützen in Stellung, damit niemand heraus kann. Und planen ihr Gemetzel. Ruht euch aus. Ich halte Wache. Sonnenuntergang. Bereit? Tomoe, ihr geht voran. Der Sensei und ich folgen. Wollt ihr mir in den Rücken fallen? Entdecken euch die Mongolen, verschwinden wir und töten sie. Gehen Bleibt wir. In der Nähe. Lasst sie nicht aus den Augen, Sakai. In Ordnung, Sensei. Gut. Mongolenspeer voraus. Jin, einer für euch und einer für mich. Pfeile habe ich es eigentlich noch. Mehr. Ah, versteckt 15. Euch. Oh, kann ich hier ein Attentat machen? Kettenattentat? Auf euer Zeichen. Was? Ach komm. Das war doch ein wunderbarer Attentat und Hinterhalt gerade. Aber gut, ich sehe schon. Ich darf das nicht. Ihr habt den letzten mit dem kreisenden Falkenschuss erlegt, Sensei. Das habt ihr gesehen? Eure Technik ist auch neu. Ich nehme die rechte Hand runter, wenn man dann loslässt. Wie interessant. Okay, hat er einfach mal übersprungen. Oh, okay. Niemand hat gesagt, es würde leicht. Kämpfen wir hier, werden die Schützen alarmiert. Dann greifen sie an, bevor wir an der Bucht sind. Zu hohes Risiko. Was denkt ihr, Sakai? Folgt mir. Nicht zurückfallen. Ich kann sie ja nach und nach ausschalten. Ich muss an ihr vorbei, ohne sie zu töten. Darf ich überhaupt einen töten? Steht das irgendwo? Nö. Sagt er nur, ich darf mich nicht entdecken lassen. Aber die stehen, glaube ich, so ungünstig, dass die das sehen würden, oder? Ich muss das mal ausprobieren. Okay, anscheinend darf ich sie töten. Ich darf mich halt nur nicht entdecken lassen.
klappt doch ganz gut, oder? Würde ich sagen. Also als Schleichen ausschalten macht ja auch Spaß. Ich glaube, alle soll ich eh nicht ausschalten. Wenn ich die da oben runterknalle, sehen die wahrscheinlich. Na gut. Ich will auch nicht nochmal neu anfangen müssen. Deswegen schleichen wir uns mal hier durch. Wir sollen ja, glaube ich, auch nur durch. Und wenn wir da ein paar weniger machen, ein paar dezimieren, ist das ja an sich ganz okay. Sehr schön. Meine Schützen. Greifen wir an. Ziehen sie sich in die Stadt zurück. Und verteidigen sich dort. Unschuldige werden sterben. Seht ihr die Fässer auf den Wagen? Ich schleiche mich an. Ein Brandpfeil. Wenn ihr schießt, schnappen sie euch. Wenn ihr zwischen den Bäumen bleibt. Verfehle ich sie. Ich muss näher heran. Wieder gut machen, was ich angerichtet habe. Geht. Ihr vertraut ihr? Ich vertraue ihrem Rachedurst. Deswegen war sie uns immer einen Schritt voraus. Ihr habt sie viel gelehrt, Sensei. Ich weiß. Bereit machen. Jetzt! Das waren dann alle. Cooler Kampf. Ah, der Feuerschwert ist ja mega geil. Ist stärker als ich erwartet habe, muss ich zugeben. Oh, wo willst du denn hin? Nicht schlecht, Sakai. Wo ist Tomoe? Weiß nicht. Ist sie verletzt? Tomoe! Gegen Ende des Kampfes stand sie bei dem Torbogen dort drüben. Er führt direkt zur Omugi-Bucht. Wenn sich Mongolen dorthin zurückgezogen haben... Hat sie sie gewiss gejagt. Na denn. Der Tod von Tomoes Schützen macht ihre Verbrechen nicht ungeschehen. Aber sie hat Rache genommen. Ist das alles? Sie hat mit uns gekämpft. Das ist von Bedeutung, sobald der Feind besiegt wurde. Vergesst die Mongolen. Was will sie in der Omugi-Bucht? Hier gibt es nichts außer Diebe, Meuchelmörder... Verdammt. Und Schmuggler. Sie will mit einem Boot von der Insel. Ihr da! Ja, mein Herr? Ist hier eine Frau vorbeigekommen? Eine Kriegerin. Sie wollte zum Strand. Hier lang! Tomoe hat uns zum Narren gehalten. Sie half, die Omugi-Bucht zu retten. Die Mongolen waren hinter ihr her. Wir gaben ihr eine Möglichkeit, die Insel sicher zu verlassen. Wir liegen immer einen Schritt zurück. Aber noch können wir sie aufhalten. Ob ich die Challenge kriege, sie zu töten oder sie leben zu lassen? Ich bin gespannt. Wartet. Sensei Ishikawa. Wir haben einander scharf verurteilt. Doch der Buddha lehrt uns, dass unsere größten Feinde
die besten Lehrer sein können. Ich bin dankbar für eure Lehren und dass ich an eurer Seite kämpfen durfte. Ein letztes Mal. Ich war eure Schülerin. Ich wäre eure Tochter geworden. Doch der Weg des Bogens liegt nun hinter mir. Was liegt voraus? Ich bin wie ein Pfeil, schnelle durch die Luft. Wer weiß, wo der Wind mich hinträgt. Es ist vorbei. Vielleicht erreicht sie Kyoto doch noch. Wäre sie jemand anderes, hielte ich es für unmöglich. Wir müssen einen Krieg beenden, eine Heimat aufbauen. Ich habe keine Lehren mehr für dieses Leben, außer eine. Versprecht mir, meine Fehler nicht nochmal zu machen. Versprochen, Sensei. Na gut. Damit hätten wir ihre letzte Quest erledigt. Mit 300 Pfeilschadens. Oh, hab ja nicht nur schon 5 Stück davon. Oh Mann. Also ehrlich, wo kann ich einen. Wo könnte ich eigentlich trotzdem nutzen? Das Eisen 15%, ne? Oh ne, Quatsch. Hier. Ich finde es bestimmt, dass du davon mehrere kriegst, immer also doppelt, alle und dreifach. Wenn du das Wesen kombinieren könntest oder so, ne? Das würde ich ganz gut finden. Echt jetzt? Tomo Esa stört immer. Nee. Irgendwie hat's was, ne? Aber irgendwie. Ich weiß nicht. Warte nur. Ach so. Mitternachtsfahr. Oh, das sieht cool aus. Aber das gibt's nicht für alle, wie es aussieht. Okay. Schärft eure Pfeile, Sakai. Hier hört jetzt noch zu der Mission dazu, oder was? Was haben wir denn da? Oh. Also gut. Bringen wir es hinter uns. Na los, dein Kopf gehört! Stirb! Wieso greifen die Ohren ihn euch an? Brauchen wir die jetzt erkommen? Die jetzt gemacht haben, aber gut. So, jetzt springt der Bruch hier. Mit den Musikanten. Okay, ich weiß zwar nicht, ob das jetzt zu der Mission noch gehört, bevor die jetzt vorbei ist, oder. Ob das schon eine neue Mission ist. Meine Güte. Ich will mal immer Assassin's Creed, wenn man überall hochkrankt sein. Das ist ja furchtbar. Das sind zwei Spiele, die man nicht zusammenspielen sollte. Kann ich nicht empfehlen. Also ich komme da immer durcheinander mit der Steuerung. So, wer jetzt wo? Ach da. Oder ist einfach nur eine. Wenn man die sechs klingt, das. Kojiro. Ich glaube, das ist eine andere Mission, oder? Jetzt switcht er automatisch die nächste Mission um. Okay, jetzt muss ich mal genauer gucken. Ach, das ist die mythische Geschichte hier, die wir nicht zu Ende bringen konnten. Könnt ihr euch noch erinnern? Jetzt geht die, warum auch immer. Jetzt können wir die machen. Kurios. Ich würde sagen, die machen wir in der nächsten Folge auch gleich. Dann haben wir gleich eine mythische Mission für die nächste Folge. Dann machen wir erstmal Schluss. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Abo, Like oder auch einen Kommentar da lassen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.